Ja, eine Manöverkritik zu diesem Motel. Wir sind ja auf der ganzen Reise nur gelegentlich in Motels. Also da, wo man sein Auto praktisch vor der Tür parken kann oder muss. Wir sind meistens in Bed and Breakfast. Die heißen aber hier in Neuseeland anders. Nämlich meistens heißen die, wie heißen sie eigentlich jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Lodgen, ja klar, Lodgen. Und gelegentlich sind wir natürlich auch in Airbnbs. Das Beste ist eigentlich, was wir auf dem Lande so gefunden haben, Airbnbs, da wo es sie gibt. Hier, dieses Motel ist definitiv das schlechteste von allen Motels, die wir bisher hatten. Also eine sehr alte Einrichtung, sehr altes Bad, alles zusammengewürfelt. Vorteil ist sicherlich, dass es relativ stadtnah ist. Wir haben im Vorfeld nichts Besseres gefunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nichts Besseres gibt zu dem Preis. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier auch nicht wirklich optimal. Das muss man einfach so sehen. Insgesamt sieht die Anlage eben so aus, wie man sich so Motels vorstellt. Das hier ist definitiv nicht modern. Ich vermute mal, die ganze Anlage ist 30 Jahre alt. Okay, ich will mich jetzt nicht beschweren darüber. Also wir würden es nicht empfehlen, wenn man die Chance hat, was Besseres zu finden. Ja. Hier nochmal zu unserem Motel. Ja, es ist in der Tat sehr ruhig hier. Und also, wenn jetzt das Bad nicht so mickrig und alt wäre, würde ich das hier als relativ gut einstufen. Aber das wertet das natürlich ziemlich ab.